Mein Name ist Karin Janssen. Ich komme aus der Nähe von Oldenburg. Ich habe in Bremen studiert, zunächst Geografie, dann Stadt- und Regionalentwicklung. Ich habe dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin angefangen, am Bremer Energieinstitut zu arbeiten und führe die Arbeiten seit ungefähr 3 Jahren am Fraunhofer IFAM fort. Im Bereich Energiesystemanalyse beschäftigen wir uns mit den zukünftigen Energieversorgungssystemen. Und mein Schwerpunkt in der Arbeit liegt in der Erstellung von Klimaschutz- und Energieversorgungskonzepten sowie in der Erstellung von Potenzialanalysen. Von der Bundesregierung, von der UN gibt es bestimmte Vorgaben, die müssen letztlich erreicht werden, aber um sie zu erreichen, müssen die unterschiedlichen Ebenen ihren Teil dazu beitragen. Das sind die Energieversorgungsunternehmen, die ihre Erzeugung umstellen müssen, die eben weg müssen von den fossilen Energieträgern. Da kommt es darauf an, erneuerbare Energien einzubinden. Dann ist es aber auch jeder Einzelne. Der Häuslebauer muss entsprechende Vorgaben einhalten, muss sein Gebäude entsprechend dämmen oder mit regenerativen Energien versorgen. Zunächst einmal beginnt es mit der Erfassung des Status quo. Das heißt, man weiß im Moment gar nicht so recht, wo gibt es eigentlich welchen Bedarf an Energie. Also wo ist der Wärmebedarf, wie groß, wie hoch ist der Strombedarf. Das muss erstmal erfasst werden, um dann das Ganze mit den Strukturen zur Erzeugung zusammenzubringen. Wo habe ich eigentlich welches Angebot? Und wenn das beides erfasst ist, kann ich beginnen, auf der Grundlage mir ein optimales Energiesystem für die Zukunft zu überlegen. Um den Ist-Zustand eines Systems zu erfassen, bekommen wir Daten aus unterschiedlichen Quellen. Das sind zum einen Gebäudegrunddaten, die wir im Regelfall von den Landesvermessungsämtern erhalten, die das vorrätig haben. Und die werden angereichert um Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen. Das sind häufig Daten vom Energieversorger selbst, wenn es um Verbrauchsdaten geht. Es sind aber auch Daten, die die Städte oder Gemeinden zur Verfügung stellen, wenn es um Daten, um sozioökonomische Daten gibt, wie Einwohnerzahlen oder Alter der Bevölkerung, Einkommen der Bevölkerung. Das kommt dann direkt von den Städten. Dazu nutzen wir die geografischen Informationssysteme, denn die ermöglichen es uns, die Daten räumlich miteinander zusammenzubringen. Das heißt, ich habe auf der einen Seite die Gebäude als Grundlage und dann kann ich diesen Gebäuden sämtliche weiteren Daten, die ich aus anderen Quellen habe, zuordnen und kann dann gebäudescharf eben sagen, wie der Energiebedarf ist. Ein mögliches Zukunftsszenario für ein Energiesystem sieht so aus, dass Strom zum Hauptenergieträger wird. Das heißt, dass sowohl der Wärmesektor als auch der Verkehrssektor weg von fossilen Energieträgern sich hin zur Nutzung von Strom als Hauptenergieträger entwickeln werden. Also das Stromsystem wird sich aufgrund der Elektromobilität grundlegend wandeln in Zukunft. Zum einen wird es viele Elektroautos geben, die aus dem öffentlichen Netz der Versorger geladen werden. Und daneben wird es einen Trend dazu geben, die Fahrzeuge zu Hause zu laden in Kombination mit einer PV-Anlage und einem Speicher im Einfamilienhaus. Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass unsere Auftraggeber auf Grundlage unserer Analysen ihr Energiesystem fit machen können für die Zukunft.